Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Ich habe leider immer irgendwie das schlechte Los, dass ich einen Vortrag halte, entweder ganz am Ende der Veranstaltung oder wie jetzt, so wenn der Magen schon knurrt und eigentlich jeder sich so wünscht nach Stunden vor dem PC, er möge endlich mal Mittagessen. Also insofern, Sie können ja nebenbei essen. Das können Sie und ich habe so lange Knurren im Magen, insofern gar nicht so schlimm. Wir haben ja gestern schon einiges gehört zum Thema Rechenschaftspflicht, was ja auch unheimlich spannend war, auch zum Thema, muss ich denn überhaupt in irgendeiner Art und Weise die Nachweise denn erbringen? Vielleicht sind sie ja gar nicht Bußgeld bewährt, wenn ich die Nachweise gar nicht erbracht habe, beziehungsweise lieber die von Carlo Pilz genannte Pilzsche Tanzgruppe auftreten lasse, um dann tatsächlich meine Nachweise zu erbringen. Also das kann ja vielleicht irgendwie reichen, aber ich habe dann doch meine argen Zweifel. Und deswegen möchte ich Sie heute gerne ein bisschen mit auf die Reise nehmen in die etwas modernere Welt. Nicht, dass Tanzen nicht modern sei, aber zumindest das Thema Blockchain ist es doch um einiges mehr. Genau, wie ich schon sagte, das ganze Thema Beweislast, Nachweise und so weiter ist im Ergebnis eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Denn immer dann, wenn Sie nicht in der Lage sind, irgendwie nachzuweisen, dass Sie sich auch datenschutzrechtlich konform verhalten haben, beziehungsweise Ihre jeweiligen Mandanten oder Kunden, dann haben Sie in der Regel ja das große Problem. Wie machen Sie das also eigentlich? Der Dreh- und Angelpunkt, wie wir schon gehört haben, ist vor allem ja der Artikel 5 Absatz 2. Aber natürlich nicht nur der, sondern es gibt noch weitere entsprechende Normen, die sich mit dem Thema Datenschutz beziehungsweise die Nachweise entsprechend zu dem Thema Speicherbegrenzung etc., Datenminimierung, vor allem aber der Rechtmäßigkeit der entsprechenden Datenverarbeitung auch damit beschäftigen. Das Problem ist nur, dass wir eins ja haben, nämlich einen riesengroßen Aufwand an Arbeit. Typischerweise arbeiten wir aktuell mit Word, Excel. Auch ich habe vorher, als ich noch Rechtsberatung betrieben habe, auch viel mit Word-Dokumenten gearbeitet. Ich habe teilweise versucht, die Sachen aufzumalen. Ich habe versucht, die Zusammenhänge zu verstehen. Und wenn man im Unternehmen gearbeitet hat, und das habe ich auch eine ganze Weile, arbeitet man in der Regel mit Kollegen zusammen und man speichert die Dokumente dann irgendwie auf irgendwelchen Laufwerken. Diejenigen, die von dem Unternehmen vielleicht erlaubt sind, die nicht so erlaubt sind, man trotzdem daran speichert. Dann gibt es vielleicht noch die Ansage, man soll bitte alles an einer Stelle speichern. Und was aber dann häufig passiert ist, dass es dann so Sätze kommen wie, ist das jetzt die letzte Version? Wer hat da zuletzt dran gearbeitet? Und ich hatte doch da eine Änderung drin, aber wo ist die denn jetzt eigentlich? Und eigentlich weiß keiner so richtig, was war eigentlich der letzte Stand, wer hat als letztes dran gearbeitet und wie war es eigentlich? Und das Einzige, was man dann machen kann, ist natürlich die harte Reglementierung. Es gibt nur einen, der das Dokument entsprechend ausfüllt und diejenigen eventuell noch befragt. Und an ihm hängt dann alles, er ist das Bottleneck. Und er hat die große Herausforderung, seine eigentliche inhaltliche Fachexpertise dann eher mit Dokumentationsaufwand sozusagen auszuwiegen. Und da macht er überwiegend 70% Dokumentation und den Rest davon dann eigentlich die fachliche Arbeit. Also ist das schon ein sehr, sehr großes Problem und es kommt deshalb sehr stark darauf an, welches Werkzeug man denn eigentlich diesbezüglich benutzt, um überhaupt noch Herr des eigenen Geschehens zu bleiben. Denn Word und Excel, das wissen wir selber, es gab auch in letzter Zeit immer wieder entsprechende Nachrichten darüber, einfach, dass diese Werkzeuge für einen bestimmten Anwendungsfall sind. Es sind aber keine Werkzeuge, um jahrelang und vor allem detailliert, vor allem Historien zu dokumentieren. Excel erst recht nicht. Ich weiß, dass unheimlich viele ihre Datenschutzfolgenabschätzung in Excel machen. Excel ist einfach nicht dafür gedacht, riesengroße Textdokumente drin zu speichern und irgendwie zu verarbeiten, geschweige denn zu analysieren und Abhängigkeiten von Wortbestandteilen zueinander wirklich darzustellen, sondern es ist ein kalkulatorisches quasi Tool, mit dem man typischerweise arbeitet. Und selbst wenn man sagt, ich komme irgendwie klar damit, müssen Sie trotzdem einen Großteil der Zeit diese entsprechenden Tools irgendwie jonglieren. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja gut, Blockchain-Technologie, das ist jetzt die Lösung. Da hat doch in letzter Zeit jeder drüber geredet. In den letzten Jahren Blockchain, das Erste, was in den Kopf kommt, sind Kryptowährungen und irgendwelche negativen Sachen. Ich weiß, habe ich selber oft genug gehört, kennt man viel dazu. Und ja, Blockchain löst nicht alle Probleme.
Das wissen wir auch. Die Frage ist nur, welches Problem kann denn Blockchain grundsätzlich lösen und wofür ist Blockchain da? Was ist ein guter Use Case für Blockchain? Dazu vielleicht ein, zwei Grundlagen nochmal zum Thema Blockchain, nicht genau, wie sie funktioniert und so weiter, da will ich gar nicht drauf eingehen, auch nicht, ob es jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist, sondern erst einmal, welche Vorteile hat sie denn eigentlich? Und wir wollen ja, wenn, eine neue Technologie nutzen und deren Vorteile und nach Möglichkeit die Nachteile minimieren, soweit es geht. Blockchain hat grundsätzlich einen sehr, sehr großen Vorteil, nämlich es kann dort alles, was in die Blockchain reingeschrieben wird, kann nachgewiesen werden. Das heißt, es ist quasi eine Nachweisgrundlage, eine Möglichkeit, etwas nachzuweisen. Denn alles, was quasi reingeschrieben wird, wird immer fortgeschrieben. Es wird quasi nicht geändert, sondern ein Glied, ein Informationsglied wird an das andere gesetzt und somit lässt sich eine Historie von einer Informationsentwicklung nachvollziehen. Und damit ist der komplette Verlauf und damit die komplette Historie nachweisbar. Des Weiteren ist eine Blockchain grundsätzlich, also die normale Form einer Blockchain, sie ist eigentlich dezentral. Das heißt, es gibt nicht wie bei einer klassischen Datenbank, wie wir alle ja wissen, einen zentralen, einen Middleman sozusagen, eine Vertrauensperson, wie wir klassischerweise von einer Bank oder von einem anderen Unternehmen kennen, sondern eine Blockchain wird typischerweise durch viele an der Transaktion Beteiligte sozusagen verantwortet. An der Transaktion Beteiligten haben sich also auf einen bestimmten Ablauf geeinigt, wie diese Teile aneinander gesetzt werden. Und dieser Ablauf, sogenannter Konsensus, das ist sozusagen das, was diese Kette zusammenhält und weshalb man dann auch sagen kann, dass ein Kettenglied an das andere gehört und damit diese Information valide ist oder eben nicht. Hier gibt es natürlich auch Private Blockchains, hybride Blockchains und so weiter, aber auf die Details will ich jetzt gar nicht so weit eingehen. Das Wichtige ist, dass Sie sich merken, eine verteilte sozusagen Speicherung der Informationen hat Vorteile, weil nicht einer alleine in der Mitte die Informationen hält und dementsprechend möglicherweise auch alleine ändern kann. Dezentral ist es grundsätzlich vorteilhaft. Des Weiteren ist eine Blockchain natürlich transparent, weil jeder grundsätzlich in die Blockchain hineinschauen kann und schauen kann, ob die einzelnen Informationsglieder in dieser Kette, diese einzelnen Blocks, valide sind. Das heißt, dass sie dem Konsensus entsprechen. Diese Validität, das ist eben auch ein sehr, sehr großer Vorteil, weil sie grundsätzlich auch dafür sorgt, oder diese Transparenz, dass auch Informationen systemunabhängig und eben auch übergreifend in eine Blockchain sozusagen geschrieben werden können. Also grundsätzlich, dass die Technologie kann auch für systemunabhängige und übergreifende Informationen genutzt werden. Also auch ein weiterer großer Vorteil. Jetzt werden Sie sagen, ja, alles klar, verstanden. Blockchain hat irgendwie Vorteile, aber trotzdem kommt Blockchain doch nicht überall zum Einsatz. Und jetzt kommen die meisten von Ihnen, die natürlich den entsprechenden Hintergrund haben, ja, Blockchain und Datenschutz, irgendwie funktioniert das doch nicht. Ja, das ist nicht nur der einzige Aspekt, sondern es gibt auch noch andere andere Probleme, warum Blockchain in einem gewissen Spannungsverhältnis steht zu anderen Aspekten. Hier eine ganz grobe Übersicht auch nur. Also wir haben das Thema zum Beispiel bei der Unterscheidung Public Permissioned und Private Blockchain, dass wir immer oder sehr, sehr häufig das Problem haben mit dem Datenschutz und der Datenlöschung. Wir haben gerade in dem Vortrag vorher schon gehört zum Thema Anonymisierung, Pseudonymisierung, wie man vielleicht dann löschen kann, wie man vielleicht Sachen ersetzen kann. Das Problem ist nur, wenn es eine Public Blockchain gibt und quasi überall die sogenannten Ledgers liegen bei einer unbekannten Anzahl von Personen, wie soll man denn bei denen wiederum diese Daten, die in der Blockchain liegen, löschen können? Das ist ein klassisches datenschutzrechtliches Problem, genauso wie andere Fragen. Wenn so viele beteiligt sind, brauchen wir AVVs zwischen den Beteiligten, ja oder nein? Also alles Detailprobleme, auf die ich aber gar nicht eingehen will, weil die Frage der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit einer Blockchain gar nicht das Thema von heute ist. Denn es gibt auch noch andere Thematiken, die man sich durchaus anschauen muss. Denn wenn wir uns jetzt und überlegen, mache ich Datenschutz oder Dokumentation mit Blockchain oder ohne, müssen wir uns natürlich auch anschauen, wie machen wir es denn aktuell? Und aktuell arbeiten wir viel mit Datenbanken, die entweder zentral liegen,
bei einem einzelnen Unternehmen oder möglicherweise verteilt, also klassisch Cloud oder wie auch immer, oder unterschiedliche Unternehmen sind in irgendeiner Art und Weise beteiligt. Da haben Sie den datenschutzrechtlichen und den Skalierungsbereich, der ist etwas optimaler, aber Sie haben das Problem, Sie wissen eigentlich gar nicht genau, wer in irgendeiner Art und Weise rumgeschrieben hat in diesen Dokumenten. Hat man dann doch nochmal schnell was geändert oder nicht? Und außerdem sind die Datenbanken in der Regel in irgendeiner Art und Weise geschlossen. Sie müssen also immer mit einer API dran. Das ist grundsätzlich auch noch kein Problem, wenn Sie sagen, es gibt ja genug entsprechende APIs, mit denen man arbeiten kann. Das Problem ist allerdings nur, wenn Sie das System immer komplexer machen und viele von uns kennen zum Beispiel SAP, nichts gegen SAP, aber Sie brauchen einen wirklichen Brain, dass jemand an SAP-Daten rankommt und diese auch entsprechend verarbeiten kann. Also ist das im Bereich der Manipulationsfreiheit bzw. Sicherheit und des offenen Datenaustausches nicht wirklich eine Lösung. Und deswegen haben wir Chronicle geschaffen, weil Chronicle aus unserer Sicht genau diese Probleme, die eine Blockchain einerseits schafft und auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel diese zentralen oder dezentralen Datenbanken allgemein haben, dass diese Probleme dadurch aufgelöst werden. Hier eine ganz schematische Darstellung unserer Chronicle Trust Plattform. Sie sehen hier in dem mittleren Bereich die Plattform und im oberen Bereich die grauen Teile sozusagen. Die grauen Teile können Sie einfach so als Produktivsystem sehen. Jegliche Applikation kann das sein. Das ist in unserem Bereich zum Beispiel die Acarian Compliance Cloud mit den Modulen unter anderem Datenschutzmanagement, Informationssicherheitsmanagement, Whistleblowing und so weiter. Diese Systeme verarbeiten die Daten so, dass sie dann wiederum in die Chronicle Database geschrieben werden. Dadurch entsteht grundsätzlich erstmal ein revisionssicherer Datensatz. Revisionssicherheit ist grundsätzlich schon mal erforderlich bei vielen Themen. Das ergibt sich aus dem Handelsgesetzbuch und so weiter. Auch da müssen wir gar nicht im Detail drauf eingehen. Sie haben jedenfalls das Erfordernis, entsprechende Dokumentation schon mal per se zu erstellen. Und im Datenschutzrecht eben aufgrund der nun gestern vor allem auch viel diskutierten Datenschutznachweispflichten müssen Sie also irgendwie etwas dokumentieren. Das können Sie erstmal, wie gesagt, per se grundsätzlich so machen. Sie haben also ein entsprechendes Tool anstatt Word oder Excel und können dann diese Dokumente bzw. diese Informationen dort reinspeichern. Was jetzt als Spannendes passiert, ist, dass dann durch das weitere Modul in der Chronicle Trust Plattform, nämlich Chronicle Notarization, ein kryptografischer Fingerabdruck erstellt wird, der dann wiederum in eine Blockchain geschrieben werden kann. Hier steht jetzt öffentliche Blockchain. Korrekter wäre es eigentlich, dass jede Blockchain genutzt werden kann. Also auch eine hybride oder eine Private Blockchain, die dann wiederum ihre eigenen Vorteile hat. Das heißt, in die Blockchain selber wird nicht die Information geschrieben, nicht ihre detaillierte Dokumentation, kein personenbezogenes Datum in dem Moment, sondern nur aus dem jeweiligen entsprechenden Datensatz ein entsprechender kryptografischer Abdruck, der dann wiederum in die Blockchain geschrieben wird. Das heißt, die Historie selber, die sehen Sie dann, die Historie der Datensätze insgesamt sehen Sie in der Database und dann der jeweilige zu einem gewissen Zeitpunkt Abdruck, den finden Sie dann wiederum in der Blockchain wieder. Wollen Sie also dann etwas löschen oder irgendwie weiter pseudonymisieren oder gar anonymisieren, je nachdem, wie Sie das verarbeiten wollen, dann tun Sie das in der Database. Dort sind dann keine personenbezogenen Daten mehr drin und das wiederum die Daten aber dann in der Historie gesehen richtig verarbeitet worden sind und demnach valide sind und damit manipulationsfrei, das können Sie dann alles in der Blockchain wiederum nachlesen beziehungsweise sich dort anschauen. Das machen Sie dann wiederum durch andere Funktionalitäten, die in dieser Chronicle Trust Plattform sind. Database haben wir gerade schon kennengelernt. Notarization sorgt also für den Nachweis der Manipulationsfreiheit. Dann haben wir noch Fusion. Das ist quasi, ermöglicht den die Schnittstellen zu anderen Systemen. Also wenn Sie Informationen aus anderen Systemen an die Chronicle Trust Plattform angeschlossen werden sollen. Analytics können Sie die entsprechenden Daten, die in der Trust Plattform sind, nochmal durchsuchen und quasi diese Visualisierung, das Webinterface für den Nachweis
Das bekommen Sie dann über Chronix, das ist wie so ein Explorer. Dann können Sie also genau nachsehen, ob ein entsprechender Datensatz valide ist und dann Schritt für Schritt das sich alles anschauen. Wer das ganze Thema Bitcoin, Blockchain und so weiter ganz gut kennt, der kennt also diese einzelnen sogenannten Merkle Trees, die dann sozusagen aneinander hängen und wie die sich ineinander aufbauen. Und das ist dann entsprechend schön visualisiert, sodass Sie aber trotzdem dann sehen können, dass ein Datensatz valide ist und nicht manipuliert ist. Hier also nochmal eine grobe Übersicht. Die Chronicle Trust Plattform selber ist sozusagen das, was datenschutzkonform ist, was Ihnen hilft, selber konform zu sein, indem Sie dort dokumentieren können. Das Ganze wird dann in entsprechend kryptografischer Weise über Chronicle Notarization in die Blockchain geschrieben. Und das Ganze können Sie dann wiederum nachvollziehen, dass das alles, dass die Historie korrekt war über die Chronicle, Chronix und haben dort Schritt für Schritt die entsprechende Nachvollziehbarkeit vor Augen. Ein klassisches Beispiel, also ich meine, Sie können sich jegliche Beispiele nennen, überlegen, das kann sein von Urheberrechten, die einmal eingeräumt worden sind, die dann sozusagen durch die Kette durchgeprüft werden können, wer hat wann wie welche Urheberrechte eingeräumt bekommen. Das kann über den Nachvollziehen zum Beispiel auch von entsprechenden Richtigkeit von Daten sein. Das heißt, man kann sehen, ob Daten richtig sind oder ob sie falsch sind. Ist ein weiteres sehr, sehr klassisches Beispiel, einfach die Auskunft zu suchen. Davon haben wir auch schon viel gehört, Massenauskunftsersuchen, Einzelauskunftsersuchen, jegliche Datenschutzrechte sozusagen der Betroffenen, haben wir gestern auch viel gehört, insbesondere der letzte Vortrag von dem lieben Kollegen Hansen Öst, wie immer sehr informativ und auch natürlich sehr richtig. Aber das zeigt sehr gut, dass auch das Timing wichtig ist. Das heißt, Sie müssen sich erstmal merken, wann ist die Anfrage reingekommen. Dann müssen Sie sich das Ganze sozusagen noch schauen, in welchem System ist das. Sie müssen nicht nur lange suchen oder vermeiden sozusagen langes Suchen, Sie müssen es auch richtig bearbeiten und dann entsprechend beantworten. Sie können natürlich entsprechende Telefonnotizen überall entsprechend schreiben, aber das sorgt eben für auch noch mehr Aufwand. Und je mehr Anfragen Sie haben, und nicht selten haben große Unternehmen mehr als 10.000 Anfragen im Jahr, das müssen Sie auch alles bewältigen können. Das muss ja skalierbar sein, das muss ja für Sie auch nachvollziehbar sein, ohne dass Sie Ihr tatsächliches Daily Business quasi hinten anstehen lassen, weil Sie entsprechende Dokumentation über Auskunftsersuchen erstellen müssen. Das können wir also sozusagen in dem Moment über die entsprechende Technologie mit dem entsprechenden Datenschutzmanagementsystem dran, dann können Sie alles über Chronicle dann notarisieren und haben die automatisch die entsprechende Dokumentation dazu. Was ist also die Quintessenz des Ganzen? Wir sind der Meinung, dass wir Sie dabei unterstützen können, was Sie im Ergebnis zum Erfolg führt. Denn ungefähr 90% der Verbraucher sagen, ihnen ist es wichtig, dass ein Unternehmen proaktiv im Bereich Datenschutz unterwegs ist. Und mehr oder ungefähr 50% der Verbraucher sagen auch, dass sie wechseln würden, wenn sie das Gefühl hätten, jemand geht nicht vernünftig mit Datenschutz oder mit den Daten um. Und deswegen ist das Größte, worauf sie achten müssten und wobei wir sie deshalb unterstützen, auch mit Chronicle, ist das Thema Vertrauen. Sie können natürlich, wie gesagt, mit Excel, mit Word und mit diesen ganzen Sachen weiterarbeiten. Nur wird die Technologie weiter voranschreiten. Und wenn auch Gerichte die Möglichkeit sehen, meines Erachtens, dass sie eine entsprechende Dokumentation schaffen können, ist aber nicht tun, ist das meines Erachtens auch eine Möglichkeit zu sagen, sie sind ihrer entsprechenden Sorgfaltspflicht nicht ausreichend nachgekommen. Deswegen haben wir uns quasi aufgestellt mit entsprechenden Experten, sowohl intern als auch extern, die entsprechenden Module zum Beispiel gerade für Datenschutzdokumentation herzustellen und zusammen mit Chronicle die Möglichkeit zu schaffen, eben Vertrauen herzustellen, dass sie sich auch auf das konzentrieren können, was sie wirklich fachlich, inhaltlich tun und nicht ihre eigentliche Wertschätzung sozusagen oder ihre Werte in ihrem Unternehmen durch mangelndes Vertrauen in ihre Datenschutzcompliance sozusagen wieder zunichte machen. Deshalb der ganzheitliche Ansatz von uns, einerseits sozusagen die entsprechenden Compliance-Module und auf der anderen Seite aber eben mit Chronicle auch die entsprechende Manipulationsfreiheit auch der Dokumentation zu schaffen. Und deswegen
Ja, wenn Sie noch Fragen haben zu den einzelnen Punkten, entweder zu der Compliance Cloud selber oder zu Chronicle, Sie haben einen kleinen Flyer bekommen für diejenigen, die zuschauen, auch der kleinen Box drin, neben der Schokolade. Irgendwo liegt auch ein kleiner Flyer mit meinen Kontaktdaten. Diejenigen, die mich schon kennen, also einfach wie immer auf LinkedIn oder sonst wie anschreiben, und die anderen können sich dann gerne per Mail an mich wenden oder einfach jetzt direkt noch ein paar Fragen stellen. Eine Frage haben wir insoweit. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Auch wenn hier jetzt schon ein bisschen der Magen überall knurrt. Ja, eine Frage ist, was ist denn der Aufwand, der entsteht, wenn ich jetzt von einem klassischen Datenschutzmanagementsystem wechseln möchte, beziehungsweise dies ergänzen möchte um eine solche Blockchain-Lösung? Also der Aufwand hängt natürlich grundsätzlich davon ab, wie weit man selber schon im Bereich der Datenschutzdokumentation unterwegs ist und welches System man nutzt. Grüne Wiese ist immer einfach, ja. Das heißt, bei uns ist zum Beispiel auch so, dass unser System sofort einfach genutzt werden kann. Es bedarf also keinen Entwicklungsaufwand mehr oder so, dass irgendwas erstmal noch angepasst werden müsste. Es ist also Plug and Play sozusagen. Wenn man schon ein bisschen Dokumentation hat, dann kann man bei uns, auch bei vielen anderen, auch entsprechend Daten importieren, also Excel-Sachen importieren und andere Sachen auch importieren, über Schnittstellen gegebenenfalls auch Daten mit reinziehen, da unterstützen wir dann auch. Das Ziel ist aber bei uns, dass der Kunde relativ schnell einfach ins Laufen kommt und selber auch Sachen direkt starten kann. Und ansonsten kommt es immer darauf an, wie detailliert dann auch wirklich nachher das eigene Compliance-Management sein soll. Die einigen haben eine höhere Flughöhe und die anderen eine niedrigere Flughöhe, und dann dementsprechend kommt es auch darauf an, wie schnell man sozusagen auch an so ein System da nutzen kann. Vielen Dank. Darauf aufbauend vielleicht ganz kurz eine Frage nochmal zum Aufwand, und zwar zeitlich betrachtet. Jetzt gibt es wahrscheinlich das eine Projekt, was nach 2 Wochen abgeschlossen wird, das andere Projekt, was 2 Jahre dauert. Wie ist es im Durchschnitt nach der Erfahrung, wie lange dauert es, so ein System zu implementieren? Also wie gesagt, nochmal, es kommt ein bisschen darauf an, wie man selber sozusagen schon dokumentiert hat. Also hat man, ich sage jetzt mal, ein mittelständisches Unternehmen, was schon, ich sage mal, eine gute Basis an Dokumentation hat, wird sicherlich innerhalb von einem Monat längstens die ganze eigene Dokumentation rübergeschifft haben. Ist die Dokumentation in unterschiedlichen Systemen allerdings irgendwie verteilt und muss man selber erstmal sortieren, geht es gar nicht um den Aufwand bei uns jetzt in der Compliance Cloud, sondern es geht eigentlich eher darum, selber erstmal bei sich aufzuräumen, um zu wissen, was will ich denn eigentlich rübernehmen. Also insofern ist es wirklich davon abhängig, was man halt jeweils tatsächlich schon hat. Ist es sehr viel, sehr detailliert, dann ist der Aufwand, die Sachen in das System zu übertragen, händisch natürlich erstmal, wenn man es händisch machen muss, weil man es irgendwo anders hat man es in Excel-Tabellen oder ist es vielleicht in Datenbanken, die zum Beispiel mit einer einfachen REST-API sehr gut anzusprechen sind, dann ist das Ganze auch automatisiert sehr schnell machbar. Ich weiß, dass diese Fragen vermutlich schwierig pauschal zu beantworten sind. Das kennen wir ja auch aus DSGVO-Transformationsprojekten. Das kann manchmal ganz schnell gehen, das kann aber auch oder häufiger Jahre dauern. Eine letzte Frage, dann fängt auch die Mittagspause an. Was kostet das Speichern dieser Daten in der Blockchain, und inwieweit ist das im Vorfeld kalkulierbar? Also den Einzel-Euro-Preis kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, aber es ist ja so, und die Blockchain-Experten von Ihnen, die werden das wissen, Blockchain grundsätzlich ist per se eigentlich teuer. Aber dadurch, dass wir mit der Chronicle nicht quasi jedes einzelne Schreiben bei uns in der Chronicle Database sofort weiterschreiben, sondern immer erst quasi Pakete weiterschreiben, ist der Preis nicht so hoch, wie man sich jetzt möglicherweise denken mag. Ja, also insofern, wer Interesse hat, gerne mal auf uns zukommen. Dann schauen wir uns gerne mal den jeweiligen Use Case an. Aber es ist nicht so, dieses klassische Blockchain ist eigentlich viel zu teuer. Dadurch, dass wir eine jetzt zum Patent angemeldete Lösung mit Chronicle geschaffen haben, haben wir auch hierfür eine Lösung gefunden.